Hallo Leute, willkommen zurück zum Let's Play Civilization 3 mit Mitgezwitschert. Und wir fahren gleich wieder fort. Und wir haben uns in der letzten, im letzten Let's Play in die missliche Lage gebracht, dass wir einen Zwei-Fronten-Krieg eröffnet haben gegen. Also eigentlich haben wir nur einen Krieg gegen die Russen gestartet. Und in diesen Krieg sind dann dummerweise auch die Engländer mit eingetreten. Wenn jetzt die Franzosen noch mit in den Krieg eintreten sollten, was gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, wenn man mal auf die Faces hier guckt, auf die Gesichter der Leute, die auf meinem Kontinent sind, dann gibt es da historische Parallelen, die ich eigentlich nicht aufmachen möchte. Und ich bin gerade auch ein bisschen erstaunt, warum der Typ von den Irokesen hier so sauer ist. Hoffentlich kommt mir das nicht, wird es nicht zum Problem bei meinen Kolonien. Weil die kann ich wirklich ganz schlecht verteidigen. Das sind hier die Irokesen und hier habe ich die Kolonien und da ist jetzt nur eine einzige Verteidigungseinheit bisher. Sollte vielleicht auch dafür sorgen, dass da Verteidigungseinheiten rüberkommen. Ja, auf jeden Fall, muss ich mich jetzt ein bisschen umstellen und sollte dafür sorgen, dass ich hier massiv aufrüste. Wells ist zum Beispiel eine ziemlich schlechte Idee. Ich baue an der Stelle lieber irgendwelche tatkräftigen Einheiten. Ich gucke mal in dem Menü, in dem Städtemenü, ob andere Städte jetzt auch noch Wells eingestellt haben. Ja, Nürnberg. Muss ich noch gucken. Okay, Nürnberg, wo bist du? Suche gab es doch hier auch. Nee, das ist Search. Okay. Wo ist denn das Nürnberg? Zeig dich, zeig dich. Ist da verrückt? Warum finde ich diese scheiß Stadt nicht? Na, hier kann sie ja nicht sein. Das sind doch alles die russischen Städte, die ich erobert habe. Es muss doch eigentlich hier in der Nähe sein. Königsberg. Neukönigsberg. Leipzig. Hier ist Nürnberg. Okay. Ich habe es gefunden und hier werde ich mal ein paar Longbowmen bauen. Ja. Sehr gut. Ja, und die Truppen ziehe ich gleich mal hier so an die Außengrenzen meiner Orte. Ich glaube, der steht da schon ganz gut. Hier muss der Wald mal weg. So, und dann hatte ich vor, ein paar von den Einheiten, die ich im Moment nicht nutze, zu automatisieren. Gut, das werden nicht die Einheiten sein, die ich automatisiere. Den noch aktivieren und aufs Schiff. Oh, passt gar nicht mehr drauf. Na, dann automatisiere ich jetzt mal hier diesen ersten Arbeiter und der geht auch gleich los und wird hier ein Bergwerk bauen. Warum? Ja, gut, wir kommen jetzt hier nicht weiter wachsen. Hat er auch in gewissem Sinne recht. Vielleicht wird es sogar effizienter, wenn ich das automatisiere. Aber die wuseln halt durch die Gegend und dann bin ich mir ein bisschen unsicher, ob das so ist, wie ich das mir vorstelle. Was die da bauen. Okay, und hier will ich noch weitere Siedler rüberschicken. Vielleicht auch hier auf die andere Seite.
Und nochmal hier so in diesem Bereich. Komm schon. Oh, Halle Julia. Dass er das noch geschafft hat, das grenzt ja fast an ein Wunder. So, hier habe ich auch noch einen Siedler gebaut. Da werde ich gleich mal einen Musketier bauen. Dann haben die, hat die Stadt auch eine bessere Verteidigung. Disorder in Hamburg. Hier wurde jetzt ein Marktplatz gebaut. Das ist ja eine relativ sichere Stadt. Kann ich hier auch relativ beruhigt im Inland eine Bank bauen. Die Stadt baut sich langsam auf. So, eine Stadt hatte doch jetzt hier Bürgerkrieg. Das wollen wir natürlich nicht. Das ist Hannover. Genau, die Stadt ohne Verteidigung. Und hier gibt es auch gleich ordentlich Leute, die dort ankommen und versuchen mich anzugreifen. Okay, ein Schritt ist ein Schritt zu wenig. Oder ich gehe mit dem mal dorthin. Die müssen da auf jeden Fall weg. Der Siedler und der Worker. Die schicke ich einfach. Tja, was mache ich mit denen? Bietet sich jetzt nicht an, mit denen weiter nach Westen zu gehen. Ich werde die mal nach Jena schicken. Beide. Ja, erstmal ab nach Jena. Und der kann eine Straße dorthin bauen. Hier muss ich auch irgendwo hin mit dem Siedler. Stecke ich auch erstmal hier in die Stadt rein. Ja, und den Siedler werde ich auch mal, den Arbeiter werde ich auch mal automatisieren. Nicht aktualisieren. Das ist ja ein Trupp, der auch eine Verteidigungseinheit hat. Da muss ich mir also nicht groß Sorgen machen über das Gespann. Die müssen nur einfach hier weg. Zum Beispiel erstmal nach Westernpol. Du kannst mal hier zu dem Siedler gehen. Dann kannst du den verteidigen. Dich automatisiere ich auch. Und dich auch. Dann werden wir mal sehen, was es so bringt, wenn ich die alle automatisiere. So, hier habe ich noch zwei Einheiten, die ich ganz gut gebrauchen kann. Schicke ich erstmal nach Bochum.
Die Einheit schicke ich noch nach Gera hoch. Ein weiterer Siedler. Der kann sich jetzt erstmal hier mit dem Spearman zusammentun. Und dann können die gemeinsam losziehen, um eine Stadt zu bauen. So, das ist auch eine Combo aus allen dreien. Genau. Natürlich so, dass ich den Musket Man schon da oben brauchen könnte. Als gute Verteidigungseinheit. Ich möchte mich ja auch nicht aus dem Konzept bringen lassen. Ich gehe jetzt einfach hier hin und baue meine Stadt. Du baust die Straße schon mal los. Okay, und da würde ich einfach noch mehr automatisieren, mehr automatisieren. Ein weiterer Siedler. Hier wollte ich den Musketman bauen. Siedler kann ich leider nicht automatisieren. Den schicke ich einfach auch mal nach Jena. Jena wird jetzt mein Siedlerabstellzentrum. Du versuchst mal hier rauszukommen. Ich habe die Metallurgie erforscht. Was aber eigentlich viel wichtiger ist, ist Ritter aktuell. Kann natürlich auch Military Tradition erforschen. Dann kann ich direkt Kavallerie bauen. Ist doch viel besser. Salpeter und Horses habe ich. Dann tue ich das. Das dauert nämlich auch nur 4 Runden. Genau. Ja, die Lots auf Feindbewegung. Versuche ich den mal hier umzuhauen. Das ist mir nicht gelungen. Das ist schlecht. Ganzen Arbeiter automatisiere ich jetzt erstmal. Ich kann mir jetzt den Hessel nicht geben, mich jetzt hier auch noch mit denen zu beschäftigen. Und ihr geht jetzt hier oben in die Stadt rein. Du nicht, du gehst hier. Na doch, du musst. Die Stadt wird jetzt, nenne ich einfach mal Seattle. Existiert schon. Na klar, die Amerikaner haben die Stadt schon gebaut. Dann nenne ich sie Gelsenkirchen. Schalke.
Ja, Warrior wäre vielleicht doch durchaus angebracht. Manchmal. Ich glaube, ich brauche hier doch in den Städten erstmal so einen Warrior. Oder einen Spearman. Weil so ganz unverteidigt ist halt doch irgendwie doof. Ja. So, die Horde automatisierter Arbeiter rast irgendwie durch die Gegend. Du gehst auch nach Jena. Ja, nur weiter nach Jena. Ihr seid jetzt ein Team. Muss ich nochmal gucken. Ja, okay, sieht jetzt nicht danach aus, als würden die jetzt als nächstes angreifen. Aber sie haben mir erstmal die Straßen zu meinen Trauben kaputt gemacht. Das hier sieht da danach aus, als würde es angreifen wollen. Ein großer Trupp. Swordsman und Spearman. Von daher wäre es durchaus ratsam, hier diese Einheit hier hochzuziehen. Aber das tue ich ja schon. Aber da muss definitiv noch mehr kommen. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Ja, da habe ich schon was übersehen. Das ist schlecht. Berlin baut erstmal Newtons University. Müsste jetzt als nächstes. Ah, komme ich auch gar nicht groß drum rum. Kopernikus Sternwarte bauen. Klar, ich kann jetzt erstmal andere Sachen bauen, aber ich habe genug andere Städte, um Einheiten zu bauen. So, hier baue ich die Wall Street. Da gucke ich auch mal rein. Wofür war die nochmal gut? Ah ja, die bringt mir Geld. Mal gucken, ob sie mir wirklich Geld bringt. Hamburg kann auch nichts weiteres mehr bauen. Von daher wird jetzt Hamburg mal Kanonen bauen. Ich sag einfach mal Kanonen. Hier bauen wir das Aquädukt fertig, das ist sehr gut. Und da wäre es auch ratsam. Erst einmal. Ja. Kann man noch nicht nichts weiter machen, auch erst mal ein Courthouse zu bauen. Habe ich einen Tempel gebaut. Dann bauen wir mal einen Musket Man. Eine Universität. Vielleicht auch einen Musketman einschieben. Die Stadt ist auch frisch gebaut. Relativ sicher. Dresden ist sowieso total sicher, aber hat noch gar keine Einheiten. Von daher werde ich trotzdem mal erstmal den Musketman bauen. Oder doch schon ans Aquädukt denken? Ja, doch. So, hier muss ich mal schauen. Das war natürlich kacke, dass sie mir jetzt den Siedler geklaut haben. Ich sage immer Siedler, das stimmt ja gar nicht. Naja, ist egal. Das ist ja gar kein Siedler. Du gehst doch mal. So.
Boss als nächstes ein Longbowman, ist in Ordnung. Schicken wir die Einheit jetzt hier wieder rüber nach Moskau. Du wirst auch automatisiert. Ein Warrior fertig. Schicken wir hier hoch nach Königsberg. Automatisiert. Automatisiert. Hoch. Die werde ich sehr achten. Und die Einheiten werde ich jetzt hier erstmal sichern in der Stadt. Sehr unübersichtlich wird es da schon. Das Team ist jetzt hier angekommen. Die sollten sich jetzt hier durchkämpfen nach drüben. Geht jetzt natürlich nicht so einfach, wenn die mit mir verfeindet sind, also muss ich die einzeln bewegen. Oh, der Siedler wartet hier. Okay, die Franzosen haben uns jetzt auch den Krieg erklärt. Wie verwunderlich. Ich hab's ja geahnt. Oh Mann, ey. Da verliere ich meine ganzen Einheiten. Hier wurde ein Hafen gebaut. Ein neuzeitlicher Hafen, eigenartigerweise. Kann ja gleich mal in die Stadt gucken. Ja gut, hier sieht das nicht so neuzeitlich aus. Marktplatz ist okay. Ja, und die steuere ich jetzt hier weiter manuell. Der wird auch automatisiert. Der ist gerade fertig geworden. Die sammle ich mal in Smolensk, die Einheiten. Hier oben sieht es echt nicht schön aus. Du musst hier weg. Und du musst da auch weg. Sonst wirst du geklaut. Werde ich mal da befestigen. Greifen mich da bestimmt noch mal an. Und wenn nicht, dann halt nicht. So.
Das Pferd ist da. Also kann ich mit dem losziehen, um eine weitere Stadt zu bauen. Hier ist ein Longbowman fertig. Den ziehe ich auch hier hoch. Und hier baue ich die Stadt. Und ich nenne sie Düsseldorf. Und wir bauen gleich ein Courthouse. Smolensk. Die Stadt baue ich da mal einfach nur so, damit die Freifläche nicht bestehen bleibt, und ich nenne sie Dakar. Wie wird das eigentlich geschrieben? Dakar? Gibt es in Deutschland eine Wüste? Erfurt. Bestimmt keine Wüste. So, die Azteken wollen mit mir reden. Und sie stellen Forderungen. Das ist nicht so cool. Ich gebe euch mal meine Weltkarte. Ne, ich gebe euch gar nichts. Goodbye. Okay, da kommen massenhaft Truppen runter. Hier ist die Universität fertig. Als nächstes noch eine Bank. Hier ist auch die Universität fertig. Als nächstes ein Marktplatz. Wahrscheinlich sammeln auch die Franzosen als nächstes ihre Truppen und kommen dann auch auf mich zu. Ja, das war versehen. Den versuche ich mir jetzt noch zu holen. Ich hoffe, das klappt. Gut. Ich hoffe mal, diese automatisierten Einheiten rennen nicht genau ins Feindesland rein. So, in der Hoffnung, dass der mich jetzt hier angreift, setze ich den mal fest.
Ja, da ist wieder eine Einheit fertig geworden. Das reicht aber noch nicht. Da müssen schon noch ein paar mehr her. Die werden auch alle abgesetzt. Und dann frage ich mal, hat die Verteidigung? Ja, hat sie. 9 Verteidigung. Wenn ich das richtig sehe. Ich guck mal in der Zivi-Klube der. Hier ist auch die Universität fertig. Jetzt habe ich mich verklickt. Military Tradition, das ist sehr gut. Jetzt kann ich die Kavallerie bauen. So, what's the big picture? Dann lassen wir noch mal hier Free Artistry. Marktplatz. Und da ist eine Kanone fertig geworden. Kavallerie. Die Kavallerie ist jetzt natürlich eine super starke Einheit jetzt fürs Erste. Okay, das hat nicht ange. Gab keinen Angriff. Soll ich mal regenerieren, die Einheit. Und hier werde ich auch gleich wieder eine Stadt gründen. Und ich nenne sie Baden. Baden. Du wirst festgesetzt. Und wir bauen ein Courthouse. So, ist hier soweit alles sicher? Da gibt es eine Einheit, die zum Angreifen ansetzt. Werde ich mal. Die könnte eventuell angreifen. Halt doch erstmal hier und warte. Automatisieren. Der Siedler muss sich da verschanzen. Was macht denn die Einheit da? Keine Ahnung, was sie da baut, aber irgendwas baut sie da. Und ich brauche unbedingt Angriffseinheiten. Hier auch gerade relativ aufgeschmissen, was meine Verteidigung angeht.
Da kommt eine Angriffseinheit. Ah, das ist Unsinn gewesen jetzt. Komm schon, schaffst du. Nicht. Die zerstören meine Straßen. Ist doch nicht wahr. Ist doch nicht wahr. Wieder eine Straße zerstört. Das im Dschungel, ey. Ja, wenigstens wird jetzt gerade massiv aufgerüstet. Hier sollte ich mal versuchen. Ich werde mal speichern. Ich werde das jetzt hier mal speichern. Save Game. Wir sind in Folge 10. Stimmt das? Nee, jetzt auch schon viel weiter. Wir sind in Folge 20. So war das. Diese runde Zahl war das. Deswegen speichern wir mal hier. Jetzt greife ich mal mit ihm an, beziehungsweise ich versuche es mal. Ist keine Angriffseinheit. Ja, von daher ist es nicht gelungen. Das lasse ich jetzt aber nicht so. Das lade ich jetzt einfach wieder. Und versuche es ganz naiv noch einmal. Wobei die kommt hier auch als nächstes, die Einheit. Naja, das lasse ich dann doch mal. Ja, Kavallerie ist super. Du kommst nach Moskau. Automatisiert. Festgesetzt. Kavallerie, weiß ich nicht. Ja, doch. Oder Military Academy. Dauert ja auch nur 25 Runden. Aber bringt mir jetzt auch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, Kavallerie ist erstmal wichtiger. Hier ist der Longbowman auch fertig. Kavallerie ist gut. Ab nach oben mit dir. Ich brauche einfach Angriffseinheiten. So, du verteidigst mal hier ab nach Jena. Ab nach Jena. Wenn das mal nicht in die Hose geht. Ja, ich wusste es. Ist doch nicht wahr, ey. Ja, aber meine Leute feiern. Die Bevölkerung feiert. Von daher ist doch alles in Ordnung. Ein Aquädukt.
Warum hat die Stadt, die Einheit jetzt dort so eine Festung gebaut? Strange. Jetzt aber, Courthouse. Sehr schön, das Wasser ist gleich da. Ab nach oben. Automatisieren. Ist ja gar nicht mal so ungefährlich, was ich da mache. Hier kann ich die Stadt bauen. Und ich nenne sie Moment mal, da baue ich, komme ich doch gerade mit einem Siedler an. Ich nenne sie Köln, weil die andere Stadt heißt, glaube ich, Cologne. Die hat keine Verteidigung, das ist schlecht. Von daher werde ich diese Einheit dort reinschicken. Du kannst hier anlanden mit allen Einheiten. Fährst dann wieder zurück. Oder auch nicht. Fährst dann hier hoch. Und erkundest die Gegend. Halt, halt. Hier. Nee, wo ist er denn? Hier. Sie zerstören immer weiter. Sie kommen mit ihren massiven Einheiten einfach nur durch die Stadt durch oder durch die wandern einfach nur durch und nerven rum. Bank. Ja, Kavallerie. Hier ist bald nicht mehr so gut Kirschen essen mit mir. Dann marschiert hier überall die Kavallerie.
die Russen werden das auch noch bereuen. Und zwar ziemlich bald, hoffe ich. Aber die Engländer mit ihrer Mordsarmee, die sie mir hier entgegenschicken, die nerven total. Ja, mal gucken, ob ich das jetzt aushalte. Und hier baue ich. Ja, da baue ich auch gleich die Stadt. Und nenne sie Frankfurt. Bonn. Trier. Du verteidigst diese Stadt. Und der andere Siedler? Geht mal gucken, was noch so geht. Wir lassen noch eine Runde umgehen, wenn wir diese Einheiten da bewegen können. Ab nach Jena. Jena ist jetzt gar nicht mal mehr so sicher, so wie die dort runter marschieren. Als würden die direkt auf Jena zumarschieren. Dann vielleicht doch erstmal alle nach Königsberg. Aktivieren, aktivieren, aktivieren und aktivieren. Ja, und hier bin ich jetzt auf der anderen Seite gelandet und habe auch eine gute Stelle gefunden, um eine Stadt zu errichten. Unload all. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben die Armee und ein paar andere Einheiten noch, aber noch nicht genügend. Ich schicke die mal zu diesem Polk. Erstmal nach Schwesternpol. Und die Armee auch. Oh, haben sie mir die Position geklaut. Auf die Schnelle. Ja, die zerstören da immer mehr Dinge. Das ist überhaupt nicht gut. Thank you.
Oh ne. Und meine Einheiten, die fehlen auch einfach nur. Bank ist fertig. Also Kavallerie. Das ist wenigstens eine vernünftige Einheit, die einiges kann. Hier ist auch die Bank fertig. Da fehlt noch ein Hafen. Das Gericht. So, hier komme ich jetzt nicht mehr raus aus dem Mittelalter. Genau, ich muss erstmal Magnetismus erforschen, fürchte ich. So, und ich hoffe, ich schaffe es jetzt wenigstens, hier eine der Einheiten wegzumachen. Sogar sehr gut, habe ich das geschafft. Ja, jetzt haben die uns die Position geklaut. Das ist natürlich ein bisschen doof. Aber nicht so schlimm. Wir gehen einfach hierhin, wo wir eh schon eine Stadt bauen wollten, und holen uns das Weihrauch. Genau dahin gehen wir. Und der Siedler versteckt sich erstmal hier in der Stadt. So, und hier sind jetzt schon allerhand Einheiten, die sich da versammelt haben. Ich schicke mal hier diesen Swordsman los und greife diesen Typ an. Nach Königsberg. In der Verteidigung ist er dann natürlich wieder mies, der Swordsman. Und das habe ich jetzt auch gleich zu spüren bekommen. Und sie wandern hier einfach durch mein Land runter. Nur erledige ihn schon. Gut, hier ist ein Courthouse fertig. Aquädukt, ja, das ist sowas von angebracht. Du musst dich jetzt erstmal ausruhen. Und hier ist die erste Cavalry fertig. Das ist doch schön. Die schicke ich mal direkt nach Jena. Ja, man kann nicht sagen, dass es jetzt an Spannung fehlt. Die ist durchaus da.
Zu dem Schiff werde ich gleich nochmal hin. Nee, das ist das falsche Schiff. Hier. Und den Musketman. Ah ja, Kartenregion. Das bringt's ja. Gut. Und ich denke, ich werde hier mal die Einheiten zusammenziehen, um Jakutsk oder Irkutsk, ich weiß gar nicht genau, wie man das ausspricht, zu erobern. So, da haben die Amerikaner schon alles besetzt. Also wieder hier rum. Gerade so. Okay, da sieht man gerade dieses ganze Civil Disorder, was jetzt dazu kommt. Wahrscheinlich in jeder verdammten Stadt. Das liegt jetzt daran, dass mir die Verbindung zu Ressourcen abgeschnitten wurde. Hier ist ein Marktplatz fertig. Und zwar wurde mir jetzt hier die Verbindung gekappt zu irgendwas. Weiß gerade gar nicht zu was, aber irgendwie geht's nicht mehr voran. Ja, schlecht. Werde ich das jetzt noch beheben? Der zahlreiche Städte gewesen. Ich hoffe, ich vergesse keine. Soweit, so gut. Und das soll es jetzt für diese Runde gewesen sein. Ich danke euch wieder einmal fürs Zuschauen. Und ich hoffe, euch hat dieser erste große Kriegseinsatz hier einigermaßen gefallen. Ich meine, ich musste ziemlich viel einstecken, habe schon einige Einheiten verloren. Und dieser englische Trupp, der hier durch mein Land zieht, der gefällt mir ganz und gar nicht. Ich hoffe, ich kriege das abgewehrt. Aber ich weiß im Moment nicht ganz wie. Den schieße ich nur ab. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.